Ist das Karlsruher GEZ-Urteil das letzte Wort? Am 18. Juli 2018 verkündeten die Karlsruher Richter des Deutschen Bundesverfassungsgerichts ihr Urteil. Der Rundfunkbeitrag sei gemäß ihrer Rechtsauffassung im Großen und Ganzen mit dem Grundgesetz vereinbar und damit verfassungsgemäß. ZDF-Intendant Thomas Bellot sprach von einem guten Tag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Sicherlich nicht ganz uneigennützig, denn beim Rundfunkbeitrag handelt es sich um stolze 8,1 Milliarden Euro jährlich. Davon könnte ein Deutscher anstelle der jährlichen GEZ-Gebühren sogar 222 Jahre lang jeden Tag 100.000 Euro ausgeben. Die Folge der verfassungsrichterlichen Einschätzung ist nun, dass weiterhin 17,50 Euro pro Monat und Wohnung als Rundfunkbeitrag bezahlt werden müssen. Für Zweitwohnungen soll es eine Neuregelung geben. Mit ihren positiven Einschätzungen zum Rundfunkbeitrag stehen die Verfassungsrichter und Vertreter der Systemmedien allerdings zunehmend allein auf weiter Flur. Denn unter der Bevölkerung macht sich das Bewusstsein breit, dass man für sein liebes Geld von den Systemmedien keine qualitativ hochwertige Gegenleistung erhält. Ganz im Gegenteil. Zahllose Programmbeschwerden belegen hieb- und stichfest, wie umfänglich die Systemmedien keine sachlich nüchterne Berichterstattung, sondern handfeste Propaganda, ja Kriegshetze liefern. Ein Beispiel. Die erneute Lügenkriegspropaganda des ZDF gegen den Iran. ZDF: Landesweite Proteste. Die iranische Regierung will hart gegen Demonstranten vorgehen. Zwei Menschen sterben. Zwei Tage später musste das ZDF dann zurückrudern, weil das gezeigte Material aus dem Jahr 2009 stammte. Weitere Beispiele sehen Sie in den eingeblendeten Sendungen. In der Bevölkerung werden daher zunehmend Stimmen laut, dass man das Zahlen der Zwangsgebühren eigentlich gar nicht mit seinem Gewissen vereinbaren könne. Denn Wahrheitsverfälschungen, Propaganda und Kriegshetze bedrohen massiv den Weltfrieden und führen letztlich zum totalen Chaos. Wie allein schon die Beispiele im Irak seit 2003, in Libyen und in Syrien, beide seit 2011 zeigen. Doch was kann man tun? Die Internetplattform www.abmelden.tv zeigt drei Wege auf, wie man aktiv dazu beitragen kann, den öffentlich-rechtlichen Unrechtfunk, wie Sie sagen, entweder ganz abzuschaffen oder zumindest einzuschränken. Wörtlich ist dort zu lesen: Diese unterschiedlichen Formen der Zivilcourage werden es dir ermöglichen, ganz konkret etwas zu tun. Genau wie die 5 Millionen anderen Haushalte kannst du aktiv an der Veränderung mitarbeiten. Wir Bürger sind jetzt gefragt, damit sich etwas ändert. Denn wir liefern mit unseren 17,50 Euro noch den stärksten Antrieb für dieses System. Wir finanzieren einen riesigen Verwaltungsapparat mit fetten Gehältern und einer Altersvorsorge, die die meisten von uns nie in ihrem Leben erreichen werden. Wir unterstützen indirekt korrupte Organisationen wie die FIFA oder das IOC und sorgen dafür, dass wir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen alles bekommen, außer einer Grundversorgung. Uns werden Kriegslügen, tendenziöse Berichterstattung und Propaganda geliefert, die nur das Ziel verfolgen, uns von der eigentlichen Wahrheit abzulenken. Wie lange willst du das noch unterstützen und schweigend zusehen? Diese drei Formen der Zivilcourage, wie mit möglichst vielen in kleinen Schritten ohne wagemutige Einzelaktionen etwas verändert werden kann, finden Sie unter eingeblendetem Link. Dass es außerdem ganz anders geht als mit Zwangsfinanzierung, beweist KlarTV. All seine 213 Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten seit Jahren ehrenamtlich für ihre Zuschauerschaft.
Auch die 670 Techniker, 194 Coaches und Maskenbildner tun dasselbe. Darüber hinaus gibt es noch weitere 400 Personen, die die täglich eingehenden Klagen an Klagemauer TV verarbeiten. Diese Klar-TV-Teams produzierten in den letzten 6 Jahren ca. 9.700 professionelle Sendungen. Alles auf eigene Kosten. Wie ist so etwas möglich? Antwort: Weil sie zugleich noch mit beiden Beinen im harten Berufsleben stehen und das dazu nötige Geld mit ihren eigenen Händen erarbeiten. Viele von ihnen übernahmen Teilzeitstellen, um mehr Zeit in ihre Klar-TV-Produktion investieren zu können. Andere produzieren die Sendungen ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sie verzichten dafür regelmäßig auf Partys, Ausflüge, Luxushobbys und sonstige Annehmlichkeiten. All diese Stimmen und Bewegungen im Volk zeigen auf, dass mit dem verfassungsrichterlichen Ja zum Rundfunk-Zwangsbeitrag sicherlich nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.